Paul Burgener, also ein riesiges Pilotprojekt hier zu Visp. Was bedeutet das für die Gemeinde? Also für die Gemeinde Visp ist das ein grosser Mehrwert. Wir haben jetzt schon unten in einer Gewerbeschule oder in einer Berufsschule die VG, die Fachschule für Gesundheit. Wir haben jetzt nachher die höhere Fachschule, wo wir jetzt hier als Pilotprojekt arbeiten. Und nachher haben wir noch die Fachhochschule. Wir haben alle Jugendlichen, die etwas in Sachen Gesundheit eine Ausbildung machen hier vom gleichen Ort. Und diese Energien, die machen einen sehr grossen Sinn. Ihr verliert den Standort vom Spital jetzt Visp. Habt ihr das Gefühl, durch das neue Angebot, können ihr jetzt das kompensieren? Ja, also kompensieren können wir das ganz sicher nicht. Da können wir uns mit dem sicher nicht zufrieden. Was einfach ist, es ist ein Teil, das ist so. Allerdings tut das ja nicht direkt das Spital berühren, also die Räumlichkeit im Spital. Das sind ganz andere Sachen angereicht. Und wir müssen mal schauen, wie wir das irgendwie in die Gerede bringen können, damit das auf Visp nicht leer ausgeht. Wie konkret unterstützt jetzt die Gemeinde das Projekt hier für die neue Schule? Also ich konnte selber in einer Arbeitsgruppe mitmachen. Ich war hier vor Ort einfach derjenige, der die Abklärungen machen musste. Einerseits hier in dieser Lokalität mit den ganzen Ausbauten und so weiter mussten wir da die Planungen machen, die Berechnungen. Aber andererseits müssen wir natürlich, wenn alle drei Klassen einmal laufen und noch extern etwas schauen. Und auch da sind schon die ersten Kontakte geschaffen. Und ich kann mir euch vorstellen, dass ich nachher in Sachen Werbung und so weiter für die neue Schule ebenfalls nochmal in die Hose gehe.